Hey, willkommen zu einem neuen Video. In eurem Leben habt ihr sicherlich schon einmal einen Superheldenfilm gesehen. Vielleicht habt ihr auch schon einmal heimlich davon geträumt, eine Superkraft zu haben. Leider gibt es das im wirklichen Leben nicht. Oder doch? Offensichtlich gibt es Menschen auf der Erde, die unglaubliche Superkräfte haben, die euch sicherlich verblüffen werden. Heute zeigen wir euch 10 Menschen mit Superkräften, die mit der Kamera eingefangen wurden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Master Zhu ist ein tibetischer Mönch, der in vielen Fernsehsendungen wie Ripley's Believe It or Not und Superhumans zu sehen war. Dort demonstrierte er seine erstaunliche Superkraft namens Qigong. Er hat sich dies selbst beigebracht, um die körperliche und geistige Gesundheit zu erhalten und zu verbessern. Meister Zhu hat berühmte Menschen wie den Dalai Lama bis hin zu Olympioniken und Tausende von Menschen behandelt, die um die Welt reisen, um sich behandeln zu lassen. Der 79-Jährige ist in China unglaublich respektiert. In einer seiner Demonstrationen zeigt er, wie er durch Meditation und Konzentration die Körpertemperatur einschließlich der Handflächen anhebt. Eine Harvard-Studie von 1982 zeigte, dass tibetische Mönche dies tatsächlich können. In diesem Video hält Meister Zhu die Hand eines Interviewers, der mit seiner Handfläche und dem Handrücken mehrmals auf einen Stein schlägt, so oft er kann. Dann lässt der Mönch die Schwellung mit Hilfe seiner Superkraft wieder verschwinden. Nummer 9. Leaf Toh Lin ist ein 85-jähriger Mann aus Malaysia, der als der Magnetmann bekannt ist. Das liegt daran, dass er in der Lage ist, Metallgegenstände an seinen Körper heften zu lassen. Er fand dies in jungen Jahren heraus, als er einen Artikel über eine taiwanesische Familie las, die die gleiche Fähigkeit besaß. Der Mann ist in der Lage, insgesamt bis zu 36 Kilogramm an seine Haut zu kleben, nur 2 Kilogramm pro Gegenstand, und außerdem hat er es geschafft, auf diese Weise auch ein Auto zu ziehen. Die Wissenschaftler sagen, dass Liefs Superkraft nicht auf Magnetismus zurückzuführen ist, denn sie fanden kein Magnetfeld in seinem Körper, aber seine Haut hatte eine Art Sogwirkung. Diese Eigenschaft scheint auch genetisch bedingt zu sein, denn 3 der Enkelkinder des Mannes haben sie ebenfalls geerbt. Der Mann nutzt seine Superkraft nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für wohltätige Zwecke. Zum Beispiel tritt er bei verschiedenen Wohltätigkeitsveranstaltungen auf. Aber offenbar haben mehrere Menschen diese Superkraft, darunter auch Arun Raikwar aus Indien. Nummer 8. In diesem nächsten Video sehen wir einen geheimnisvollen Mann, der es schafft, ohne Probleme durch eine geschlossene Tür zu gehen. In der oberen linken Ecke sehen wir, dass das Video wahrscheinlich von einer Sicherheitskamera im Jahr 2016 aufgenommen wurde. Das Seltsame daran ist, dass das Datum von 2016 auf 2019 zu springen scheint. Wir sehen auch einen Obdachlosen, der vor dem Laden kampiert und verblüfft scheint, wie der mysteriöse Mann es schafft, einfach durch die geschlossene Tür zu gehen. Er sieht aus wie eine Art von Zeitreise. Oder hat er vielleicht eine Art Superkraft? Das Videomaterial könnte auch geschnitten sein. Aber wegen des Obdachlosen und der Laufzeit in der oberen linken Ecke frage ich mich, ob das wirklich der Fall ist. Es sieht meiner Meinung nach nicht bearbeitet aus, aber ich könnte mich irren. Das ursprüngliche Video wurde angeblich von dem Ladenbesitzer hochgeladen und er fragte die Leute online, wie das passieren konnte. Was denkt ihr darüber? Hat dieser mysteriöse Mann eine Superkraft oder ist dieses Video bearbeitet? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 7. Isao Machi ist ein 46 Jahre alter Meister der japanischen Kampfkünste, der großen Wert auf Aufmerksamkeit und die Fähigkeit legt, sein Schwert schnell zu ziehen. Er lebt in Kawanishi in Japan und hat eine Reihe von Guinness-Weltrekorden für seine Katana-Fähigkeiten vorzuweisen, darunter den schnellsten Tennisball, der von einem Schwert mit 820 km/h durchtrennt wurde, und die meisten Schwertschnitte aus Strohmatten in 3 Minuten. Isaos Kraft ist, dass er einen unglaublich schnellen Reflex und eine kurze Reaktionszeit hat. Er schafft es sogar, einen BB Airsoft-Geschoss mit seinem Schwertschuss zu treffen. Das war wahrscheinlich zu schnell für mich und euch. Also sehen wir es uns hier noch etwas langsamer an. Keiner hat eine Ahnung, wie er das macht, aber laut einem Professor aus Kalifornien würde er schon reagieren, bevor ein Schuss abgefeuert wird. Das ist meiner Meinung nach definitiv eine Superkraft und im Internet ist er bekannt für diese erstaunlichen Fähigkeiten, die er mit seinem Schwert machen kann. Nummer 6. Menschen wollten schon immer fliegen und so haben wir Dinge wie Flugzeuge und Jetpacks geschaffen, die dem am nächsten kommen. Im März 2009 wurde jedoch ein Video auf YouTube hochgeladen, in dem ein Mann mit seinem Hund einen Spaziergang im Wald macht. Plötzlich stößt er auf ein Kind, das in der Luft zu schweben scheint. Auf dem Boden daneben scheint eine Frau zu liegen, die möglicherweise die Mutter des Kindes ist. Wenn wir genau hinsehen, scheint das Kind auch die Richtung zu ändern, während es in der Luft schwebt.
Es scheinen auch keine Äste oder Drähte an ihr befestigt zu sein. Sobald der Hund des Mannes anfängt zu bellen, landet das Mädchen auf dem Boden und rennt zusammen mit der Frau einfach davon. Seitdem ist unklar, was genau hier vor sich ging. Glaubt ihr, dass es eine bestimmte Art und Weise gibt, wie Menschen fliegen können? Oder haltet ihr das für Unsinn? Lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Nummer 5. Prem Singh ist ein 65 Jahre alter Mann, der an einer Seitenstraße in Old Delhi, Indien für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten berühmt geworden ist. Ich rate euch, dies nicht zu Hause nachzumachen, denn dieser Koch benutzt tatsächlich seine bloßen Hände, um gebratenen Fisch aus einem Bottich mit 200 Grad Celsius heißem Öl zu holen. Ihr hört richtig, für einen Durchschnittsmenschen würde dies Blasenverbrennungen oder weitere negative Auswirkungen verursachen. Aber Prem sagt, er macht das seit über 25 Jahren ohne Probleme. Prem sagt, dass er diese Fähigkeit von seinem Vater geerbt hat, der es auch gemacht hat. Seit er mit dieser Superkraft in den Nachrichten ist, ist sein Laden unglaublich populär geworden. Und Besucher kommen aus der ganzen Welt, um seine Fische zu kaufen und seine Superkraft zu bewundern. In der Zukunft hofft der Mann, sein Restaurant zu erweitern und die Tradition des Frittierens mit bloßen Händen fortzusetzen. Nummer 4. Wolverine, auch bekannt als Logan, ist ein fiktiver Superheld aus Marvel Comics. Vielleicht habt ihr ihn zum Beispiel in X-Men oder The Avengers gesehen. Soweit ich weiß, war Wolverine immer eine fiktive Geschichte. Aber wenn ich mir dieses Videomaterial hier ansehe, das von einer Sicherheitskamera stammt, beginne ich zu zweifeln. Dieses Videomaterial wurde angeblich im Oktober 2009 in einem Krankenhaus in Russland gedreht. Der Mann betritt das Büro des Arztes, hängt seinen Mantel auf und sagt, er habe ein Problem. Die Ärztin sagt, er könne zeigen, was das Problem ist. Und in diesem Moment erscheinen plötzlich Messer aus den Händen des Mannes. Die Ärztin steht auf und ist erschrocken, weil sie so etwas noch nie gesehen hat. Die Reaktion der Frau scheint mir ziemlich authentisch zu sein. Aber was denkt ihr? Glaubt ihr, dass dieser Mann der echte Wolverine ist? Oder ist das nur eine Art Schauspieler für eine Fernsehsendung? Nummer 3. In diesem Video sehen wir zwei Schülerinnen, die aus einem überfüllten Schulbus in Thailand aussteigen. Eines der Mädchen scheint einen Streit mit einem der Jungen im Bus zu haben. Sie stehen eine Minute lang streitend da und einer der Jungen beschließt, einen Schritt nach vorne zu machen, woraufhin das Mädchen selbst eine Art Telekinese einsetzt, um den Jungen gegen den Bus zu drücken. Ein anderer Junge, der ebenfalls aus dem Bus ausgestiegen ist, will auf sie zulaufen und auch er wird gegen den Bus geschoben. Nachdem das Mädchen ihre Superkraft eingesetzt hat, scheint sie dadurch Angst zu bekommen. Sie dreht sich um und schafft es, einige Tische und Stühle mithilfe von Telekinese zurückzuschieben. An einem Punkt beginnt sie zu schreien und das Video endet auf mysteriöse Art und Weise. Dies ist meiner Meinung nach ein sehr komisches Video. Einige Leute sagen, es sei gefälscht, während andere sagen, es sei wirklich passiert. Aber was denkt ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 2. Frank Richards, auch bekannt als die menschliche Kanonenkugel, war ein Performer mit einem übermenschlichen Bauch. In den 1920er Jahren stellte Frank fest, dass es aufgrund seiner starken Muskeln sehr einfach war, Schläge auf seinen Bauch zu ertragen. Er ließ zum Beispiel Leute auf seinen Bauch springen. Dann begann er mit einem Hammer zu experimentieren und beschloss, seine Grenzen immer weiter zu verschieben. Das ist sehr gefährlich, aber Frank war spezialisiert und trainierte sogar mit dem weltberühmten Boxer Jack Dempsey. Sein ultimativer Test war eine Leistung, die ihm seinen Spitznamen einbrachte: die Kanonenkugel. Das Unglaubliche war, dass er dies über Jahre hinweg zweimal am Tag machte. Diese Leistung gibt ihm sicherlich den Titel der übermenschlichen Superkraft. Er behauptet, dass dies nie gesundheitliche Probleme für ihn verursacht hat. Frank wurde sogar so berühmt, dass er in einer Folge der Simpsons von Homer Simpson nachgemacht wird. Nummer 1. Daniel Browning Smith, besser bekannt als Rubberboy, ist ein amerikanischer Schlangenmensch, Schauspieler, Stuntman und Entertainer. Dieser Mann hält den Titel des flexibelsten Menschen der Geschichte. Bereits im Alter von 4 Jahren wurde er von Schlangenmenschen inspiriert und hatte die Motivation, der Beste der Welt zu werden. Die außergewöhnliche Flexibilität ist ein Geschenk seiner Geburt. Aber natürlich hat er seine Fähigkeiten im Laufe der Jahre auch durch tägliches Training weiterentwickelt. Er kann unglaubliche Tricks, wie sich durch einen Tennisschläger zu manövrieren oder sich sogar in einen kleinen Koffer zu falten. Nicht umsonst hat er 7 Guinness World Records auf seinem Konto. Dank dieser Superkräfte konnte er dies zu seinem Beruf machen und er tritt in Shows auf der ganzen Welt auf und ist in Filmen, Werbespots und Fernsehsendungen wie Stanleys Superhumans zu sehen. Welche Superkraft würdet ihr gerne haben? Oder habt ihr schon eine? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.